Ich glaube, wir klettern jetzt schon seit ein paar Jahren viel im Eis und irgendwann wo man nicht jedes Mal nach Norwegen schaut. Und das hat sich dann auch so ergeben, dass zwei Freunde von uns um waren, die haben da ein Auslandssemester gemacht. Das war eher Eisklettern, was sie da gemacht haben. Ja, der Studiengang hat ja Eisklettern quasi. Eisklettern, ja. Und dann ist so die Idee gekommen, dass wir sie umsuchen eigentlich. Und sie haben schon gute Informationen gehabt, weil es jetzt da oben nicht so einfach ist, wie es bei uns ist, dass es da Führer gibt. Oder also haben wir den Vorteil gehabt, dass sie wieder was gewusst haben. Sie haben uns gesagt, die Verhältnisse sind super. Und dann haben wir uns eigentlich da kurzerhand entschlossen, dass wir auffliegen. Ja. Also ich finde, dass der Film eigentlich genau das umbringt, was wir da oben erlebt haben. Das war cool. Also der Hannes, der macht echt einen super Job. Der ist selber Eiskletterer, der kennt sich voll gut aus. Und wir haben da einfach eine super coole Zeit gehabt. Der Hannes ist ja der Typ, der kann sich selber in die Wände reinhängen, ist da mit uns mitgeklettert, auch teilweise halt von der Seite, irgendwie von anderem Wasserfeuer reingefilmt und so. Und unsere Botschaft ist eigentlich, wir tun das extrem gern, das Eisklettern, und wir schauen uns gerne neue Sachen an. So jetzt wie Norwegen und wo man jetzt nicht vielleicht so viele Informationen hat und so. Und das hat für uns den Reiz ausgemacht und ich glaube, das ist eigentlich ganz cool rumgekommen und ganz gut rumgekommen. Nein, im Spindrift klettern ist eigentlich nicht das, was man sich wünscht, aber ich glaube, das macht Eisklettern irgendwo aus, dass es halt einfach im Winter ist, es ist kalt. Ungemütlich. Man wünscht sich vielleicht öfter, man liegt in einer warmen Badewanne oder huckt in der Sauna. Aber ich glaube, wenn man dann einmal unten ist, dann war es sowieso die Mühe wert. Und in dem Moment denkt man sich einfach, ja, es scheiß drauf, jetzt geht jetzt eh nicht anders. Ja, also so, wir sind nicht so, als im Film rumgekommen. Nein, wir sind eigentlich total so nein, also eigentlich sind wir nicht so, wie es jetzt im Film rumgekommen, dass wir uns aus der Mülltonne ernähren und dass wir nur Spaß haben die ganze Zeit. Nein, eigentlich war es total fad. Das war das Drehbuch. War ja, also der Meier Hannes hat uns ein fettes Drehbuch gemacht und gesagt, Spaß, gelernt ist, Spaß groß geschrieben. Ja. Er hat in seinem Matrizen, lacht jetzt. Dann hat er einen Lacher von uns gehabt, eigentlich, weil es den den hat er alle eingespielt. Also eigentlich haben wir total Scheißbuch gehabt. Das Wichtigste an dem Ganzen ist, dass man Spaß hat und egal wie die Situation gerade ist, dass man das Beste daraus macht. Und wir haben schon ziemlich viel Scheißsituationen durchgemacht. Ja, aber das Geile ist, wenn du irgendwo als gute Freund hinfährst mit der Gruppe oder jetzt, ja, und du kriegst das bessere Freund irgendwo wieder heim. Ja. Das glaube ich macht es aus, weil siehst, hast du irgendwas falsch gemacht. Wahrscheinlich. Erlebnisse oder mit Freund, gute Zeit haben. Ja. Rock'n'Roll.